Naja, manchmal gibt es solche Rechenaufgaben und ich wurde gebeten, nochmal auf dieses komische Beispiel, was scheinbar unlösbar ist. Das wird auch im Internet diskutiert. Ich habe mich da mal belesen, ich musste richtig lachen drüber, über manche Meinungen. Die Aufgabe sei nicht lösbar. Doch, 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 sie ist lösbar. Es geht um die Neonfische, Zebrabarben und einen Gubbi. Da wollte jemand sein Aquarium einrichten und hat sich überlegt, dass ein Fünftel aller Fische aus Neonfischen besteht. Ich habe das schon mal vorbereitet. Zwei Drittel sollten Zebrabarben sein, deswegen habe ich die gestreift gemacht. Und er wollte dann nur einen einzigen Gubbi reintun. Ich habe jetzt erstmal mir eine Skizze gemacht, um mir das so ein bisschen klar zu machen. Nehmen wir mal an, der eine Gubbi, der würde sich hier nur aufhalten, dann hätte der viel Platz. Die zwei Drittel Zebrafische nur da und weil sich die Neonfische mit denen nicht mögen, haben die sich da verteilt. Sollen also insgesamt alle Fische sein. Die Gleichung heißt also ein Fünftel plus zwei Drittel plus eins, aber eben eins, das ist keine echte eins, sollen alle Fische sein. Das muss man mathematisch ein bisschen besser machen, also ein bisschen konkreter machen, dann ist diese Gleichung durchaus lösbar. Und zwar darf man bei der ganzen Sache nicht vergessen, dass im Text etwas nicht steht, aber wir wissen es alle. Und zwar, ich sag mal zu den Neonfischen klein n, zu den Zebrafischen klein z logischerweise und zu dem Gubbi sage ich klein g. Und die sollen, die alle, sollen Element der natürlichen Zahlen sein. Das dürfen wir nicht vergessen. Also wir können ja nicht sagen einen halben Fisch. Denn was passiert bei der ganzen Sache? Ich könnte ja folgende Gleichung so aufstellen, dass ich sage, die Neons, die betragen ein Fünftel aller Fische. Ich sage also zu alle Fische einfach bloß f. Ach so, natürlich, f muss natürlich auch Element der natürlichen Zahlen sein. Das geht natürlich nicht anders. Also, ich mache das mal hier noch mit dazwischen. F gehört mit dazu. So, dementsprechend kann ich sagen, z sollte zwei Drittel aller Fische sein. Zwei Drittel mal f, ein Fünftel mal f, so kann man es ruhig schreiben. F, sage ich, sind alle Fische, das habe ich hier schon mal dargestellt. Und gesucht ist also die Anzahl aller Fische. Das heißt eigentlich, f ist gesucht. So, jetzt könnte man die Gleichung wie folgt aufstellen. Wenn ich diese Werte hier, n gleich ein Fünftel f und so weiter, wenn ich die einsetze, kann ich doch, oder noch nicht, ich kann doch erstmal eine grundsätzliche Gleichung aufstellen. Ich kann sagen, die Neons plus die Zebras plus der olle Gubbi sollen f sein. Und wenn ich jetzt das hier ersetze, n, also gegen ein Fünftel f, dann schreibt sich das so, ein Fünftel f plus zwei Drittel f plus g, ich weiß noch nicht, wie groß g ist, ist f. F weiß ich auch noch nicht. Und wenn ich die Gleichung so aufgestellt habe, dann kann ich sagen, Moment mal, ich mache mal hier drüben weiter. Dann kann ich sagen, Moment mal, ich sollte das schon gleichnamig machen, dann komme ich mit den Brüchen besser zurecht. Ich nehme am besten, wenn das hier Drittel sind und das Fünftel, nehme ich am besten einen gleichen Nenner 15. Also habe ich 3 Fünfzehntel f plus 10 Fünfzehntel f plus g soll f sein. Ein ganzes f, also die ganze Menge aller Fische. 3 und 10 Fünfzehntel sind 13 Fünfzehntel, die kann ich abziehen, also minus 13 Fünfzehntel f. Dann entsteht hier drüben nur noch das g und auf der rechten Seite steht, hier habe ich ja 15 Fünfzehntel, also ich erweitere das mal. 15 Fünfzehntel. Und wenn ich von den 15 die 13 Fünfzehntel abziehe, dann habe ich bloß noch 2 Fünfzehntel f. Demzufolge könnte ich sagen, jetzt habe ich die Gleichung eigentlich gelöst. Ich weiß, wie viele Gubbis ich reintun muss, damit das echte Verhältnis gewahrt ist. Aber Achtung! Das ist so ähnlich wie mit einer Aufgabe auf 23,4 Quadratmeter oder 23,7 Quadratmeter sollen pro Quadratmeter eine Rosenpflanze gesetzt werden. Dann kann ich auch nicht sagen, 23 Rosenpflanzen und eine 0,7 Rosenpflanze, das geht nicht. Da muss ich dann, obwohl man eigentlich aufrunden müsste, abrunden, also auf 23 wieder zurückgehen. Und genauso muss ich das dann hier machen. Ich kann also sagen, naja, dann setzt sich die ganze Geschichte so zusammen. Wenn ich also diese Gleichung jetzt mal mit komplettem Leben erfülle, diese hier, dann sieht die so aus, dass ich sagen kann, naja,
Dann sind das also 3 Fünfzehntel F plus 10 Fünfzehntel F plus, das habe ich gerade rausgekriegt, 2 Fünfzehntel F sind die Menge aller Fische. Die Menge aller Fische kann ich auch sagen, das sind 15 Fünfzehntel F. Man kann ja durchaus mit 15 erweitern, das ist also nicht das Problem. Wenn ich jetzt die ganze Gleichung mal 15 nehme, ergibt sich also 3 Fische plus 10 Fische. Das kürzt sich dann automatisch. Plus 2 Fische sind 15 Fische. Ja, jetzt kommt aber der Haken an der ganzen Sache. Jetzt kommt die einschränkende Bedingung. Ich habe aber hier an dieser Stelle, na, ich mach's mal rot, dann fällt es besser auf. Hier, das ist mein Problem an der ganzen Geschichte. Ich habe aber vorgegeben, das muss ein F sein. So, dann schreibe ich die ganze Sache so. Wenn ich hier ein F draus machen will, dann kann ich auch sagen, entweder ich nehme einfach einen Fisch weg. Ne? Ich nehme hier, ich zeig mal, entweder minus ein Fisch und das habe ich dann hier gelöst. Dann ginge es so weiter, also 3f plus 10f plus diesen einen f ergibt 14f. Und dann habe ich das Verhältnis einigermaßen eingehalten. Oder, jetzt kommt das oder, das mache ich in dunkelgrün. Oder ich teile die Gleichung hier, diese Gleichung, ich teile die durch 2. Also, oder Regiestrich, ich teile alles durch 2, um das Verhältnis zu wahren. Dann hätte ich also 3f durch 2, das sind 3 halbe f. 3 halbe Fische gibt es nicht. 10 durch 2 ist leicht, das sind 5 Fische. Plus ein Fisch. Dann habe ich das wieder geschafft. Ist gleich. Naja, und jetzt habe ich 15 halbe Fische. Das wären 7,5 Fische. So, bringt uns nicht viel. Wir müssen auf jeden Fall drüber nachdenken. Entweder ich wähle diese in Rot-Variante, ziehe einfach den einen Fisch ab, dann habe ich meine einschränkende Bedingung erfüllt. Oder um das Verhältnis besser zu wahren, teile ich alles durch 2. Geht auch. Nur, jetzt muss ich hier raus. Obwohl 1,5 eigentlich aufgerundet wird auf 2, aber dann funktioniert es ja wieder nicht, muss ich sagen, anderthalb Fische sind nun mal bloß ein Fisch. Also ein Fisch. Nee, ich schreibe es mal anders. Moment. Dann wird einiges klarer. So. Ich schreibe es mal anders. Wenn ich diese Gleichung hier, so wie sie ist, wenn ich sage, naja, dann ziehe ich hier einen halben Fisch, ich schreibe es mal so, 1,5 Fische plus 5 Fische plus ein Fisch ist 7,5 Fische. Jetzt wird das deutlicher. Dann kann ich auch sagen, um rein mathematisch etwas sauberer zu bleiben, dann runde ich nicht einfach so ab, sondern okay, diesen halben Fisch, den muss ich einfach rausziehen, minus 0,5 Fische, dann sieht man das deutlicher. Dann hätte ich also ein Fisch plus 5 Fische. Plus ein Fisch, und die werden ja nicht berührt. Ich habe hier vorne einmal die 0,5 Fische abgezogen, ist gleich 7 Fische. So, und das wäre die andere Variante der Verteilung. Also ich kann es auf diese Art machen und kann sagen, gut, jetzt bin ich mathematisch etwas sauberer rangegangen, weil nämlich die einschränkende Bedingung, ich muss das machen, beziehungsweise ich muss in Rot, ich muss das machen aus folgenden Gründen, weil ja, ich vorher gesagt habe, das hier gilt. Das war der ganze Haken dabei. Also ich muss sagen, alle, nämlich N, F, G und Z sind alle Elemente der natürlichen Zahlen. Wenn ich das festgelegt habe, dann muss ich entweder in Rot vorgehen, beziehungsweise in Grün vorgehen. Pardon, ich hoffe, die Antwort ist ausreichend, um das letzten Endes dann gut begründen zu können. Also eine Lösung, beziehungsweise hier wäre die andere Lösung. So oder so.